Nee, nee, vergiss es, das schneiden wir raus. Missionar, aber dass man halt die Füße so oben so auf die Schulter macht, weil das finde ich so am intensivsten. Das ist Jan und er datet heute 7 Girls gleichzeitig. Zusammen mit seinem Wingman Tim sucht er sich heute die wahre Liebe. Hinter dem Vorhang stehen 7 Girls. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Hi, ich bin Jan, ich bin 21, komme aus Bonn, arbeite als Koch und ich suche eine Dame zum Ausführen. Okay. Was sind auf Anhieb deine Faves? Auf den allerersten Blick, ich würde sagen Nummer 1, die Schuhe finde ich cool. Nummer 5 sind ja, glaube ich, dieselben. Ja, nur in grün. Andere Farbe. Nummer 3 auch sehr cool. Eigentlich alle ganz Nummer 4, nice. Also es sind alle auf jeden Fall nicht schlecht so. Ja, welche findest du nicht so cool? Ich glaube Nummer 2. Echt, ja. Why? Sie sehen schon ein bisschen älter aus. Und das ist so schlimm? Ja, nee, ich finde es nicht schlimm. Müssen sie so neu sein? Aber jetzt nur so von denen. Okay. Ja. Hast du eine Frage für die erste Runde? Ja, ich würde sagen, ganz klassisch. Erstmal Name, Alter, Beruf. Okay, cool. Kandidatin 1, Name, Alter, Beruf. Ja, hi, ich bin Rosa. Ich bin 19 Jahre alt und ich studiere aktuell, aber ich habe noch einen Werkstudentenjob. Ja. Was studierst du denn? BWL. Okay, Nummer 2. Ich bin Annika, ich bin 18 Jahre alt. Ich habe jetzt nach meinem Abi letztes Jahr eine Ausbildung als Immobilienkauffrau gestartet. Das finde ich cool. Cool, oder? Habe ich auch mal überlegt. Ja? Woran hast du gehapert? Ich dachte dann, ich studiere lieber, aber dann, das Studium war nicht so cool. Und dann hast du doch was anderes gemacht. Jetzt habe ich was ganz anderes gemacht. Okay, Kandidatin 3, Name, Alter, Beruf. Hi, ich bin Larissa, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Sportjournalismus. Oha, das ist cool. Du bist auch sportlich? Ja, oder? Ja, würde ich schon sagen. Cool. Kandidatin 4? Ich bin Merle, 25, komme aus Hamburg, studiere und habe auch einen Werkstudentenjob nebenbei. Mhm. Ist älter. Ja. Ist gut oder nicht? Ja, finde ich gut. Ja? Ja. Magst du lieber älter oder jünger? So in deiner Vergangenheit? Eher älter, würde ich sagen. Okay, also Nummer 4. Kandidatin Nummer 5? Hi, ich bin Mia, ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere International Business und arbeite nebenbei als Fitnesstrainerin. Cool. Auch Sport. Kandidatin 6? Hi, ich bin Lisa, ich studiere Medizintechnik und habe halt noch nebenbei einfach einen Nebenjob bei meinen Eltern in der Sanierung. Und Kandidatin 7? Hi, ich bin Leo. Ich habe vorher eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin gemacht und studiere jetzt Mediendesign. Krass. Konntest du das alles merken? Nein. 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 Hast du irgendwas, was dir voll im Ohr geblieben ist? Ich glaube, Nummer 6 war Medizin, oder? Ja, Medizintechnik, okay. Aber das finde ich krass, das ist schwer. Ja. Sportjournalismus fand ich cool. Ja. Und alles andere habe ich vergessen. Oh Mann, ey. Ja, okay, dann musst du jetzt eine Frage stellen, damit du wirklich jemanden rauswählen kannst. Oder weißt du jetzt schon jemanden? Ich würde eine noch stellen. Eine noch stellen, welche? Ich brauche direkt eure Top 3 Künstler. Nein, Top 3 Künstler, das auch. Auf Spotify. Okay, Kandidatin 1. Also auf jeden Fall Rusk momentan, den fühle ich momentan sehr. Sivo auch. Und dann noch was, ein bisschen andere Musikrichtung, auf jeden Fall noch The Weeknd. Okay, ist gut. Kandidatin 2. Bei mir ist eigentlich auch komplett unterschiedlich, gerade ein bisschen schwer. Ich würde sagen aber Drake, Metro Booming und dann auch so Lana Del Rey oder The Weeknd, so ein bisschen anders tatsächlich. Kandidatin 3? Ich höre zurzeit viel Frank Ocean, The Weeknd und Lana Del Rey auch. Oh mein Gott, ich liebe Frank Ocean. Das trifft es bei mir auch ganz gut. Ja? Mhm. Nice. Kandidatin 4? Bei mir ist es Emilio. Wenn man den kennt, dann auch The Weeknd und dann höre ich noch Benson, das ist relativ neu. Emilio, der mit Strawberry Eyes. Boah, ich habe so einen Ohrwurm davon. Ich auch. Die ganze Zeit. So auf TikTok. Mittlerweile echt. Kandidatin 5? Ich bin gerade so in meiner Lana Del Rey Phase. Ich würde sagen noch Quo und ja, auch The Weeknd. Kandidatin 6? Ja, bei mir auch. Also Chris Brown, dann Drake auch und auch The Weeknd. Und Kandidatin 7? Bei mir wäre es tatsächlich auch Crow, dann Young Yuri und ich glaube Rowley noch. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt aber eine rauswählen. Ja, also ich kann ja nur nach Schulen gehen bisher. Ja, und nach Künstlern. Und nach Künstlern. Und nach Beruf. Und nach Alter. Du hast schon einiges gefragt. Ich weiß schon alles eigentlich. Ja. Können wir auch auflösen. ich glaube, Young Yuri war bei Nummer 7. Ich glaube, das ist eher Techno.
Ja. War das Nummer 7? Ja. Hm. Das ist halt gar nicht mein Ding. Deswegen würde ich, glaube ich, mit Nummer 7 gehen. Okay, dann Kandidatin Nummer 7, du kannst jetzt hervorkommen. Hi! Hi! Oh, wow! Deine Haare sehen so schön aus. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Ach Mann, was denkst du? Ja, er sieht gut aus. Schöner Mann. Was denkst du? Danke. Aber auch, ich finde die Tattoos cool. Danke. Ja, ja. Coole Hose, cooler Style. Sieht gut aus. Dankeschön. Passt Danke, dass du da warst. Danke auch. Tschüss. Ciao. Dem, die sah gut aus. Ja. Wo ist es? Na, mal gucken. Vielleicht. Weiß ich ja jetzt noch nicht. Aber die wär die schon dein Typ? Ja. Ja, sehr gut. Okay. 3, 2, 1. Tada! Krass, wie weit. Oh Gott. Welches Outfit findest du auf Anhieb am coolsten? Eins finde ich sehr cool. Ja. Und 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 auch. 5 auch. Ah, du stehst auf. Ach, stimmt, du läufst ja auch immer so mit Lederjacken rum. Ja, so. Ja. Das ist gut, ja. Und welches Outfit findest du nicht so cool? Oder denkst, passt gerade nicht so? Was ist denn das? 6, die Hose. Ist nicht so mein Ding. Nicht so dein? Nicht so mein Ding. Aber es kann ja noch kommen im Oberteil. Ja, das stimmt. Aber bis jetzt nicht so. Und Nummer 3 ist ja eher so cuter. Findest du das? Finde ich aber auch gut. Auch gut? Auch süß. Okay. Hast du eine Frage? Ja, das ist etwas schwerer. Wenn ihr ein Tier wärt, welches Tier wärt ihr und warum? Ich wäre eine Schlange, weil ich mag das so, wie die so elegant sind und ja, das ist meine Antwort. War eine coole Antwort. Ja, voll gut. Kandidatin 2, welches Tier wärst du? Boah, ich glaube so ein Faultier. Ich schlafe einfach liebend gern und da habe ich einfach keine Sorgen, einfach schlafen. Faultier ist auch gut. Süß. Kandidatin 3? Ich glaube, ich wäre ein Panda. Ich glaube, die leben in coolen Umgebungen und haben nicht so viel zu tun. Sind Panda nicht immer high? Echt? Ja, oder? Panda werden essen noch immer Eukalyptus und das macht den... Stimmt. Oh. Einfach ein Koala. Nee, vergiss es. Das schneiden wir raus. Nein, das muss drin bleiben. Das bleibt auf jeden Fall drin. Oh mein Gott. Kandidatin 4, welches Tier wärst du? Ich wäre ein schwarzer Panther, nicht nur, weil meine Kleidung sehr viel Schwarz enthält, sondern auch, weil ich elegant bin, sportlich, aber manchmal auch so ein bisschen chillen will. Wow, hast du dir das vorher überlegt? Natürlich, ja. Nee, aber wir haben tatsächlich mal in der Freundesgruppe drüber gesprochen und dann haben die mir das gesagt, dass das passen würde. Mmh, das ist gut. Ein Panther. Damn. Ja. Kandidatin Nummer 5. Ich glaube, ich wäre gerne so ein süßer Vogel, weil ich dann irgendwie immer den besten Ausblick habe. Ich komme überall dran. Ja, das will ich gleich machen. Ich habe eigentlich nur gewartet, bis irgendwer Vogel sagt, weil es schon cool ist so. Ja, Fliegen ist schon cool. Ja. Stimmt. Kandidatin 6. Ja, so meine Freunde sagen halt eben immer, ich bin so ein bisschen so ein Golden Retriever, weil ich so diese Vibes gebe mit so, ich bin immer mit meiner Familie oder immer nur mit Freunden unterwegs. So, ich bin immer so, halt so auch so der Kuschelmensch. So, ich will auch mit meinen Freunden kuscheln. So, deswegen, die sagen immer, ich habe so diese Golden Retriever-Vibes. Süß. Was bist du? Das ist süß, ja. Ich habe extra vor ein, zwei Stunden. Test gemacht. Ja, das auch. Und ich habe Jessin, einen Kollege von mir, gefragt. Mhm. Ich weiß nicht warum, er hat Gürteltier gesagt. Gürteltier? Basierend auf diesen Antworten musst du jetzt aber eine rauswählen. Oh, direkt? Okay. Mhm. Hast du irgendeinen Favoriten? Zum Rauswählen? Ja. Zwischen zwei Leuten oder so? 2 und 6. Why? 6 wegen der Hose? Ja, und 2 wegen den Schuhen. Echt? Weil ich fand, die Antworten bisher alle waren ja nicht schlecht. Ja. So. Wer wird's? Ich glaube, ich wähle Nummer 2 raus. Echt? Ja. Die Schuhe sind so schlimm. Wow. Ja, okay. Aber irgendwie muss ich herausfinden. Kandidatin 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Damn, sieht gut aus. Ja, danke schön. Hi, tut mir leid. Gar kein Problem. Mit den Schuhen, mit dem Outfit passt, sieht gut aus. Ja, die Schuhe, ne? Von meiner Tante, die muss man natürlich auch mal tragen. Von der Tante? Ja, die sind schon ein paar Jahre alt, das stimmt. Und du bist auch so groß, das wird ja, voll gut. Ja, wir sind gefühlt gleich groß, oder? Damn. Ungefähr? Ja. Was denkst du? Süß. Meinte meine Mutter ja auch, deswegen. Deine Mutter meinte ja. Deswegen. Mann, du bist sogar Schwiegermutter approved. Das stimmt. Und du? Ja, auf jeden Fall hübsch. Ja. Vielleicht werde ich das bereuen. Ja, vielleicht. Mann, okay, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Darfst du noch eine Frage stellen? Okay. Hattet ihr schon mal eine Beziehung? Und wenn ja, wie lange? Und wann hat die aufgehört? Also wie lange ist das her? Okay.
Kandidatin 1, wie war deine letzte Beziehung? Ja, ich hatte eine Beziehung. Die habe ich Anfang 2022 beendet und die ging ungefähr anderthalb Jahre. 22 beendet? Ja. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Ja. Und warum ist sie beendet worden? Mein Ex-Freund war sehr, sehr eifersüchtig und ich konnte mich da überhaupt nicht mehr, also ich konnte gar nicht mehr das machen, was ich selber wollte, war nur noch gestresst und das ging gar nicht mehr. Oh. Ja, gut, dass ich gelöst habe. Ist Eifersucht so ein Thema bei dir? Wollte ich auch noch fragen. Ah, okay, dann warten wir noch. Kandidatin 2? Nein, ich hatte noch keine Beziehung. Oh, fändest du das schlimm oder nicht? Nee, ich hatte auch noch keine. Echt? Ja. Wow, wie süß. Ja, ne? Dann könntest du richtig zusammen alles exploren. Kandidatin 3, wie war deine letzte Beziehung? Meine letzte Beziehung ist tatsächlich schon 4 Jahre her. Die ging 3 Jahre lang. Mhm. Und warum habt ihr euch beendet? Auseinandergelebt, wir hatten unterschiedliche Ziele im Leben und das hat man dann irgendwann festgestellt. Okay, fair. Kandidatin 4? Meine Beziehung ist jetzt 2 Jahre her und die ging auch 2 Jahre, da war ich noch relativ jung, also war ich 15, als wir zusammengekommen sind. Oha, echt jung. Das ist echt jung. Ja, der. Das ist echt jung. Kandidatin 6? Ich hatte bis jetzt auch nur eine Beziehung, die ging aber 5 Jahre. Und die ist jetzt aber auch schon über 2 Jahre wieder her. Wie alt bist du nochmal? 23. Oha, krass. Das war dann ja aber auch mit ja, 16 bis 21. Ja, genau, ja. Der. Aber 5 Jahre ist nicht schlecht. Ja, vor allem mit 16. Das ist echt viel, ja. Wow. Willst du noch eine Frage stellen? Oder weißt du schon wen? Ich glaube, ich würde lieber noch eine Frage stellen. Du willst noch eine Frage stellen? Ja, auf jeden Fall. Okay, ich habe eine Idee. Du bist ja Koch. Ja. Und ich kann mir vorstellen, nach einem langen Arbeitstag in der Küche denkst du dir, oh, du willst trotzdem frische Ingredients und leckeres Essen und nachhaltig angebaut. Das ist wirklich so, weil zu Hause habe ich nie Bock zu kochen und dann esse ich immer nur irgendeinen Scheiß. Siehst du? Deswegen brauchen wir HelloFresh. Und deswegen haben die Kandidaten sich jetzt jeweils ein Gericht ausgesucht, was sie dir jetzt sagen werden. Und dann kannst du daraus bestimmen, welches Gericht du am liebsten mit denen essen würdest. Also, Kandidatin 1, welches Gericht würdest du zusammen mit Jan kochen? Also ich habe mir die gebratene Hähnchenbrust mit Rahmkartoffeln und Spinat ausgesucht, weil ich auch sehr viel Sport mache und da ist Hähnchen auf jeden Fall immer gut. Super Antwort. Lecker, lecker. Ich liebe Spinat. Kandidatin 2, welches Gericht würdest du zusammen mit Jan kochen? Ich glaube die vegane Bowl mit nach Thai-Art, mit Kokosreis und Brokkoli. Boah, geil. Ist auch lecker. Bist du vegetarisch oder vegan oder so? Nee. Okay. Aber schmeckt ja trotzdem gut. Ja. Ich würde das wäre das perfekte Essen für mich. Kandidatin 3, was würdest du zusammen mit Jan kochen? Die Kartoffelschnittlauchplätzchen mit Knoblauchdip. Lecker. Lecker, ist ja lecker. Alles gut, ne? Kandidatin, findest du Knoblauch lecker? Auf jeden Fall. Echt? Ja. Nice. Kandidatin 4, was würdest du zusammen mit Jan kochen? Ich würde die Spaghetti nach Art, Bruschetta mit Garnelen machen, weil ich einfach Nudeln liebe und das irgendwie jeden Tag essen könnte, weil es so viele Variationen noch gibt. Geil. Und Kandidatin Nummer 5? Ich würde die Garnelen-Käse-Spaghetti mit Kirschtomaten wählen, weil ich halt generell Garnelen und sowas halt auch echt liebe. Mal sehen, was Jan sagt. Ich würde, glaube ich, auf einem Date dieses Gericht machen. Das Beste aber für mich ist, alle sagen, es ist zeitsparend, aber ich lerne einfach damit kochen. Vorher war ich komplett lost in der Küche. Durch die einfachen Schritte bei HelloFresh bekomme ich jetzt aber sogar was in der Küche hin. Klickt mal auf den Link unten und ihr spart einfach bis zu 120 Euro. Der Code wird automatisch angewendet. Frische Lebensmittel, Lieferung nach Hause und die Gerichte sind so lecker einfach. Okay, welches Gericht ist das Liebste für dich jetzt gerade? Nummer 1. Nummer 1? Nummer 1. Okay. Aber das waren ja nur gute Gerichte. Stimmt. Wie soll ich denn jetzt jemand da... Hast du recht. HelloFresh hat halt nichts anderes. Gut, ich muss trotzdem jemanden rausworten, oder? Ja. Sonst. Basierend darauf kannst du jetzt eine Person rausworten. Welches Gericht hat dir am wenigsten gefallen? Oder von mir ist auch Outfit. Ich gehe nach Outfit. Mann! Weil die Gerichte alle so toll sind. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich glaube, ich entscheide mich für Nummer 5 jetzt. Dann Kandidatin Nummer 5, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Na der, für die schönen Haare. Hi. Hi. Ach Mann, woran hat's hier gelegen? Leider an der Hose. Na, so eine Scheiße. Ich ist halt ein bisschen cool. Außergewöhnlich, ne? Ja. Ist nicht für jeden was. Ja. Was denkst du? Ja, sieht gut aus. Netter Typ, ne? Scheiß Hosengeschmack. Ja. Kann man nichts machen. Ja, Mann. Eben. Ach, danke, dass du da warst auf jeden Fall. Tschüss. Ciao. Wow, sieht aus wie so ein Engel. Wo ist das? Bisher noch nichts.
Man okay. soll auch nichts bereuen, ne? Also wenn es so sein soll, dann ist das so. Stimmt. Okay, dann nächste Runde. Bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1. Das ist gut mit der Kiste. Oh, süß. Okay, hast du eine Frage? Ich brauche jetzt auf jeden Fall Tim als Support. Tim. Und Tim hat schon gesagt, der hat eine Frage. Tim, ja, mein Mann! Hallo, Applaus. Boah, das werde ich nochmal hauen. Hallo? Okay. Dankeschön, Dankeschön. Tim, du bist jetzt sein Wingman. Ich muss auf jeden Fall auch, weil ihr habt gesehen, glaube ich, es waren auch ein bisschen langweilige Fragen. Ja, du willst jetzt ein bisschen den Spice reinbringen. Ich bin dazu da, um jetzt ein bisschen wieder nachzuhaken und ein bisschen mehr zu fragen. Mhm. Hau raus. Also, wenn ihr nur noch eine Sexstellung machen könntet in eurem Leben, welche wär's? Und ihr müsst die Sexstellung auch so genau beschreiben, weil nicht Doggy ist so Standard und, also kann auch Doggy sein natürlich, ganz normal. Man muss so richtig sagen, so wie es aussieht. Wie genau, Doggy, ja, genau. So im Stehen, im Sitzen, ja, genau. Im Sitzen, im, auf allen Vieren. Okay, Kandidatin 1, wenn du noch eine Sexstellung machen könntest für dein ganzes Leben, welche wäre das? Also es ist, glaube ich, trotzdem ein bisschen basic, aber ich würde Missionar, aber dass man halt die Füße so oben so auf die Schulter macht, weil das finde ich so am intensivsten. Das ist schon eigentlich relativ detailliert. Das war gut. Nice. Sehr gut, Kandidatin 1. Kandidatin 2? Ich weiß nicht, wenn ich das für den Rest meines Lebens machen müsste, dann irgendwas, was nicht so anstrengend ist. Ja. Kannst du den Sehnscheren sagen, ist auch gut. Nee, ist ja langweilig. Ich weiß es nicht. Denk nach. In der Zwischenzeit fragen wir Tim. Welches ich muss ich muss auch detailliert sagen, oder? Ja. Eine Art, das ist echt cringe, eine Art Doggy. Also du liegst quasi so flach auf dem Bauch, also die Dame. Mhm. Ich weiß jetzt schon, was du sagst. Und dann machst du die Beine zusammen. Mhm. Und der Kerl ist so, ne, halt von hinten oben drauf und so. Okay, sehr nice. Genau so. Jetzt Kandidatin 2. Das ist auf jeden Fall nicht anstrengend, das nehme ich. Das ist bonk. Das ist gut, oder? Ja. Gut. Kandidatin 2 ist weiter. Ja, Kandidatin 2 hat aber einfach nachgesagt. Ja, ja, finde ich auch. Ja. Weißt du irgendwas eigene? Also du hast ja irgendwelche Favoriten, oder? Aber kann ja auch sein, dass man noch nicht so viel Erfahrung gemacht hat. Dass stimmt. Man jetzt eine gute Antwort sagen kann. Mann, bist so ein Lieber. Du nimmst ja. Die alle in Schutz, Mann. Okay. Nee, ich wähl trotzdem knallhart raus gleich. Okay, okay, gut. Also Kandidatin 2 willst du nicht gibst sagen? Gibst dir jetzt ein gutes Gefühl. Ist auch nicht schlimm. Komm, befrei sie. Okay, Kandidatin 3. Ja. Was ist deine Sexstellung, die du für den Rest des Lebens machen würdest? Also es ist natürlich eine schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen, Reverse Cowgirl. Da sitzt quasi die Frau obendrauf, aber andersrum. Und ist natürlich schade, weil man sich nicht anguckt, aber einen Tod muss man sterben in dem Fall. Mhm. Aha, aber auch detailliert. Aber ist nicht so deins? Finde ich schwierig ohne Angucken, den Rest des Lebens. Ja, okay. Augenkontakt ist ja so wichtig. Stimmt. Mantel. Aber sie war wenigstens kreativ. Ja? Sie, ja, stimmt. Kandidatin Nummer 4. Welche Sexstellung würdest du machen für den Rest des Lebens? Schwierig, das hat mir noch nicht so. Ich glaube vielleicht Reiter, da kann man ja auch ein paar Variationen mit einbringen, so, aber schon mit angucken, also. Mhm. Also du on top. Sie hat gerettet, ne? Jetzt nochmal ja. Angucken. Ja, ja. Okay, und du? Oh mein Gott, du Armer! Hast du dich da weiß es nicht. Nein, weiß ich nicht. Ach Maus. Muss auch ja. In den Schutz nehmen, der hat auch nicht so viel, ja, genau. So viel Erfahrung gemacht. Okay. Deswegen meinte ich das auch gerade, dass es sein kann. Okay, okay, cool. Ja. Okay, basierend auf diesen Antworten, weißt du, wen du rauswählen würdest? Ja. Oh. Direkt. Sag. Nummer 3. Ah, wegen, ja, nicht ja, mehr angucken. Das finde ich ein Problem. Ja, ist schon krass. Schon ein Problem. Ja, ist schon krass. Okay, check ich. Aber kann danke ich für deine tolle Frage. Auch ich hab, mal, ne? Oder? War ja. Gut, ne? Ja. Also war gut, war eine solide Entscheidung. Ja, sehr eindeutige ja. Entscheidung. Auf jeden Fall. Kandidatin 3, du kommst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallöchen. Hey. Jetzt bin ich hier, das dritte Rad. Hi. Ja, jetzt musst du Tim auch umarmen. Hi, alles gut. Alles gut, hi. Sehr kreative Antwort trotzdem. Ja, alles gut. Ich wollte dir nicht nachreden. Ja, du, egal, war gut, alles gut. Tschüss. Die springen auch direkt raus, Digga. Jo. Ja, tschüss. Was denkst du? Ja, aber ich check das. Mit dem nicht ja, angucken, oder? Das ist schon intens. Brauchst du noch Hilfe? Soll ich bleiben? Wenn du willst. Kannst gern bleiben. Ich würde gerne, ich ist sehr gemütlich. Ist gemütlich? Ja, ja? Neben sehr mir. Gut. Ist gut immer. Okay. Dann nächste Runde. Krass. Tada! Jetzt seht ihr bis zum Mund. Hast du irgendeinen Favoriten, wo du denkst? Ich muss kurz sagen, ich weiß zu 100%, dass Jan
der hat schon gewählt. Ja, wollte ich gerade fragen, was denkst gewählt. Du? Nummer 1, 100%. Echt? 100%. Aber Jan ist noch? Du bist noch nicht sicher. Sag noch nichts. Okay. Ja. Warum denkst du Nummer 1? Es passt vom Fit, vom Aussehen, alles. Also ich würde Also vom Aussehen und vom Aussehen? Ja, man sieht ja schon sehr, sehr viel. Ja, das stimmt. Man sieht schon sehr viel. Die Lederjacke passt zu dir und so, also ich muss sagen. Ja, die Lederjacke passt echt gut. Okay, habt ihr eine Frage? Ja, auch nochmal zu dem Thema. Mhm. Wann habt ihr das letzte Mal mit einer Person geschlafen? Kandidatin 1. Du bist auch spicy. Du bist ja, du ja ich weil, färb ab. Ja. Wenn jetzt jemand antwortet mit gestern, dann ist es schlecht. Ja, so schlecht weiß es auch nicht. Du ja, aber ja finde ich schon komisch. Okay, die sollen ja alle jetzt erstmal keusch bleiben, bis du dich entscheidest. Ja, okay, Kandidatin Nummer 1. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Das war mit meiner letzten Kennenlernphase und das war im November. Hm. Ja. Wow. Also stehst du nicht so auf One-Night-Stands? Gar nicht. Also ich finde, für so intimere Sachen braucht man so einen gewissen Vibe. Also wenn der Vibe nicht stimmt, wenn ich da komplett raus, geht dann auch gar nicht. Mhm. Okay. Kandidatin 2? Wann hattest du das letzte Mal Sex? Ich war ein ganzes Jahr nicht da, deswegen vor einem Jahr. Ja. Was heißt, du warst nicht da? Ich habe woanders gelebt. In der USA. Und da, also, da hättest du. Und da habe ich mir vorgenommen, dass niemanden kennst oder genau. Ah! Ja. Was hast du denn in den USA gemacht? Studiert. Cool. Kandidatin 3. Das ist nice. Ja. Ist schon länger her. Ich glaube, über ein halbes Jahr oder so. Wenn nicht sogar schon länger. Und du? Bei mir ist sogar am längsten her. Wie lange? Ich weiß gar nicht genau. Schon lange. Ich glaube 2022. Ja, 2 Jahre. Würde ich auch sagen. Du auch? Ich nicht. Ja. Hey, mach mal, Erika! Okay, rate mal. Du? Ja. Ja, weil du so ratest, wahrscheinlich das? Länger, als man denkt, ja, aber so ja. Januar. November auch, wie Nummer 1. Hm. Ja. Okay. Also, ist don't judge. Halbes Jahr, ne? I'm not judging. Du hast mich angetippt beim Judgen. Nein, ich habe so Side-Eye zu ihr geguckt. Nee, I don't judge. Okay, hast du ein Girl, was du rausbauen möchtest? Nummer 3. Warum? Outfit. Echt? Ja. Sie hat eine Lederjacke an, sie hat eine Baggy Jeans, sie hat coole Schuhe. Was? Eigentlich war es doch, oder nicht? Ja, aber nee. Ich weiß nicht. Nur wegen Lederjacke. Ich glaube, der Gürtel. Jeans. Ne? Der Gürtel. Und Schuhe. Der Gürtel. Ja, Gürtel. Das wollte ich sagen. Das ist eine Sache. Heißt ja nicht, dass es direkt der gleiche Style ist. Nur wegen den gleichen Pieces. Okay, also der Gürtel war's. Der Gürtel war's. Der Gürtel war's. Kandidatin 3, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Hi! Es geht! Na? Hi. Schön, dass du da bist. Ja. Hi. Hi, freut mich. Hi. Ach. Und was denkst du? Süß. Guck beide an. Beide. Beide. Und du, the girl of us. Ist hübsch, muss man schon sagen. Ja. Aber bisher jede. Gut ausgesucht. Sophie hat gut ausgesucht. Er ist so ein Schleimer, Digga. Top-Scout. Er ist aber auch so. Ja, aber wer war denn nicht hübsch? Hey, alle waren hübsch. Ja, mach jetzt nicht so. Danke, dass du da warst. Gerne. Tschüss. Tschüss. Okay, Finale. Okay. Bist du ready, deine Traumfrau kennenzulernen? Ja. Sehr gut. Ich bin sehr ready. Sehr gut. Hey, aber du verbringst trotzdem noch Zeit mit mir, ne? Danach. Mhm. Ey. Schwer. Mhm. Also, stell dir vor, die beiden gehen auf so einen Jungs-Trip. Feiern und lernen dann abends irgendwie ein paar Girls kennen und du siehst in den Stories, dass die so mit ein paar Girls unterwegs sind und die sind ein bisschen rallevoll. Wie reagierst du? Also soll ich auch sagen, so wie ich das generell finde, dass der in Urlaub fährt? Ja, damit bin ich voll fein. So, ich bin ja selber auch in Urlaub, so auch mal mit meinen Mädels. Jetzt, also wenn ich halt sehen würde, dass er mit Mädels ist, ist ja grundsätzlich kein Problem, aber es kommt dann auf an, hat er es mir vorher gesagt. Also irgendwie so, ja, wir haben ein paar Mädels kennengelernt, so wir chillen jetzt ein bisschen mit denen, so alles gut, ne? Aber ich würde dann wollen, dass er erreichbar für mich ist. Und es wäre mir nicht so lieb, wenn ich das halt einfach so sehen würde. Also, dass ich so sehe, okay, da sind irgendwie 5 Mädels, ihr seid voll besoffen und ich habe gar keine Ahnung, was abgeht. Und dann erreiche ich ihn irgendwie auch nicht oder so. Aber selbst wenn das wäre, wäre vielleicht auch noch okay, aber dann geh bitte an dein Handy und red kurz mit mir darüber. Mhm. Also Kommunikation einfach. Ja. Okay. Aber so eigentlich offen für alles, nur halt, du willst es kommuniziert haben. Genau. Ah, gut. Kandidatin 2. Also ich finde Jungsurlaub an sich jetzt nicht schlimm, muss ich sagen. Aber ich fände es cool, wenn ich so ein Heads up bekommen würde mit einer Nachricht, hey, wir haben Mädchen kennengelernt. Wäre cool, wenn wir heute Abend feiern gehen würden. Ist für Tim oder keine Ahnung.
Ja, ansonsten, wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, besoffen eskaliert und ich anrufe, dann wäre es auch cool, wenn jemand drangehen würde. Ansonsten fände ich schon ein bisschen schwierig. Ja. Okay, ja. Beides gute Antworten. Gute Antworten. Man muss aber sagen, Nummer 2 war eigentlich genau Nummer 1. Ja. Antwort, oder? Ja. Du kannst noch eine Frage stellen, wenn du willst. Warte. Ich warte. Warte kurz. Warte, wir warten. Wie findest du denn die Antworten überhaupt? Ja, die Antworten waren gut, oder? Ja, gut. Hab ich doch gesagt. Weil wenn du das andersrum so, ich denke, es ist andersrum. Sie würde weggehen mit einer Freundin und so weiter und du würdest ja das sehen. Würdest du das genauso tolerieren wie sie? Also, mir müsste man vorher Bescheid sagen, auf jeden Fall. Aber, ja, wenn die wenn ich jetzt, okay, die hat dir Bescheid gesagt. Die hat dir aber auch gesagt, guck mal, wenn wir jetzt weg wären und dann das einfach in der Story posten würden so, ja, und dann würde sie das erst sehen, das finde ich voll schlimm. Ich finde beides schlimm. Generell auch wenn sie Bescheid sagt und sie sagt, hey, ich bin voll besoffen, wir haben uns Jungs kennengelernt, nur damit du Bescheid weißt, wir sind jetzt alle feiern, haha, auflegen. Ja, okay, das, ja, das ist aber was. Das würde ich auch nicht feiern. Aber es kommt drauf an, wie man das ja, ist ja wie die Kommunikation ist. Ja, okay, das stimmt. Letzte Frage, bevor letzte du Frage. Deine Traumfrau kennst. Ja, das finde ich aber wichtig. Okay. Was ist eure größte Red Flag von euch selber? Mhm. Kandidatin 1, was ist deine größte Red Flag? Sag's, wie es ist. Ich würde sagen, ich bin in manchen Sachen, was Emotionalität angeht, ein bisschen zu voreilig. Also das habe ich jetzt aber auch für mich selber so gesagt, wenn irgendwas passiert, dass ich das dann erstmal kurz ruhen lasse, weil ich so ein Mensch bin, der immer so direkt reagiert und dann vielleicht zu emotional reagiert. Wenn ich so 5 Minuten gewartet hätte, hätte ich da ganz anders drauf reagiert. Mhm. Das mag ich nicht an mir und da bin ich aber so gucken, dass ich das wieder hinkriege. Bist du hyperimpulsiv? Oder nee, also jetzt so auch nicht, ich meine jetzt auch nicht aggressiv oder sonst was, aber so, ich fange so schnell an zu weinen und dann, weißt du, dann verliere ich mich da ein bisschen zu schnell drin, als anstatt einmal kurz durchzuatmen. Nicht und so rational, weißt du? Ja. Das waren so wegen ja den Gefühlen genau, so zu viel. Genau, richtig. Und Kandidatin 2? Ich glaube, meine größte Red Flag ist, dass ich zu viel, also ich bin so ein Overthinker und dann sabotiere ich mir immer Sachen selbst damit. Oh, ja, kenne ich. Okay. Was ist denn deine größte Red Flag? Ich würde sagen, Tim sagt es einfach. Sagen vielleicht, das ist auch nicht 100% richtig, aber ein bisschen zu faul. Ja. Ein bisschen zu faul. Also es gab mal oft Situationen, wo du Macher sein konntest, aber dann hast du so gesagt, so, oh nee, scheiß drauf, ich chill einfach. Ja, das finde ich. Das ist keine richtige Red Flag, so aber ja, das Einzige, was mir eingefallen ist. Was ist okay deine Red Flag? Ich habe 1000 Red Flags. Und wir sagen, oh, ich würde auf 3 das Gleiche sagen. Ja, okay. Ich bin leider, ich komme oft zu spät, ja. Stimmt, heute allein. Ja. Damn. Ja, okay, ist nicht schlimm. Okay, du entscheidest dich jetzt? Ja, ich kann auch sagen, was ich an mir selber finde. Sag. Ich glaube, bei mir ist so, dass ich zu verschlossen bin. Also bei mir dauert es extrem lange, bis ich mich öffne. Oh, das war gut. Ja. Wirklich extrem lange. Und stimmt, ich schaffe das auch fast nie. Also außer jetzt bei meinen guten Freunden so. Aber sonst. Ja, aber dann auch nur besoffen, Digga. Ey, was? Okay, ich würde sagen, ich muss raus. Du willst. Ja. Viel Spaß mit Nummer 1. Tschüss. Okay. Hast du jemanden, den du jetzt rausholen möchtest? Ja, Tim hat leider recht. Also Nummer 2 kommt raus? Ja. Okay, dann kann ich Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hi. Hi. Oh, wow. Du bist ja hi so eine kleine Maus. Hi. Wie geht's, ja? Super, und dir? Ja, gut. Nervös? Nee, geht wieder. Wow. Ja. Aber das ist echt ein großer Unterschied. Halleluja. Wie groß bist du? Ich bin 1,58. Okay. Eine richtige Treppe. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Okay, bist du bereit für deine Gewinnerin? Ich bin bereit. Deine große Liebe. Meine Traumfrau. Oh mein Gott. Dann die Gewinnerin. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hi. Ah. Schön, dass du da bist. Hi. Hi. Sorry. Hallo. Na? Na? Wow. Ah, du grinst. Bist du happy? Ich bin happy. Deine Ausbeute. Ausbeute. Aber sie auch, das ist die Frage. Bist du happy? Definitiv, ja. Ein hübscher Mann, oder? Ja. Netter. Oh, danke. Wow, was machst du? Wie, was mache ich? So, also was machst du nochmal? Studentin? Ja, BWL, ja. BWL, ah. Ist so spannend. Und magst, lässt du dich gerne bekochen? Sehr gerne, ja. Ich koche nicht so ja gerne. Siehst du mal. Macht Spaß. Wow. Ja, schön. Dann, ihr zwei, ab geht's. Könnt ihr so Händchen halten? Ja, komm. Komm. Sonst ja. Okay. Oh, shit, dann. Es ist actually süß, aber. Oh, haben wir gut gemacht.